Oder dann kriege ich halt das Item auf jeden Fall. Und nein! Ja. Das passiert ja auch regelmäßig bei mir. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online mit euren Leveln. Und ich habe heute zwei Dschungel-Level vorbereitet und wir fangen hier mit diesem Level an, Jungle Quest. Und hier bin ich Indiana Jones, Mario, okay. Und ich habe von einem uralten Yoshi-Ei innerhalb eines Inka-Tempels gehört und ich mache mich nun auf den Weg, es zu finden. Okay, dann schauen wir mal und... Wow, das geht ja direkt mit einem relativ verrückten Jump los. Okay, das ist gut. Und ja, das ist jetzt auch die erste Aufnahme wieder seit langem. Der Vorrat, der ging nämlich gestern zur Neige. Und ja, ich war ein bisschen erkältet. Man hat es mitbekommen, die aktiv in meinen Streams sind. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. Beziehungsweise ich glaube, die Stimme kommt irgendwie nicht dazu, sich so richtig zu erholen. Aber egal, das passt trotzdem. Und Stream geht auch. Das ist sogar recht chillig, ne? Natürlich schnief ich da ab und zu mal, aber das ist eigentlich kein Problem. Nur ein neues Projekt, das will ich natürlich noch nicht starten und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gut, bis gleich. Okay, da bin ich wieder und... Oh, in der Tür ist ein Power-Up gewesen. Warum habe ich die Tür nicht ausgecheckt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte erstmal hier hochgehen. Und hier gibt es noch eine Röhre. Ja super, drei Wege. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ich gehe mal hier rein. Und hoffe, dass hier das nicht der richtige Weg ist. Aber, ja, hier wird zumindest der Pilz verlangt. Also, keine Ahnung. Den kriegt man zwar immer sehr leicht, aber, Ich tippe mal drauf. Ja, ich tippe mal drauf, dass es hier einfach nur mindestens eine Red Coin zu finden gibt. Habe ich damit recht? Und ja, ich wusste es, dass da auch noch eine ist. Okay. Ja. Kann ich da nochmal hoch? Ich glaube schon. Das geht. Okay. Aber da hat er natürlich daran gedacht, dass ich dann nicht direkt hinspringen kann zur Münze. Aber immerhin habe ich jetzt einen weiteren Schutz. Mehr oder weniger. Okay, ich hatte den Schutz. Aber, okay. So wären wir jetzt reingekommen. Ganz normal. Und wir müssen hier aufpassen. Zum Glück sind hier nicht zu viele Flammen. Und da bei der Redcoin ist keine mehr. Und, oh, schon wieder ein cooler Sprung. Aber das ist cool. Da kommt auch so ein bisschen das Indiana Jones-Feeling wieder auf. Oh mein Gott, okay. So, und ich dachte, dass ich da oben schon durchkomme. Aber nee, passt schon. Und, ach Gott. Ach Gott, das wird hier, glaube ich, noch ziemlich lustig und auch ein bisschen schwierig. Und ja, es gibt ein neues Levelformular in der Videobeschreibung, bevor ich das vergesse zu erwähnen. Und wie immer gilt, bitte das Formular vollständig ausfüllen. Sprich, euer YouTube-Name muss da sein, euer Levelname und dann der Code bzw. der Bookmark-Link und eben eine kurze Beschreibung. Und wenn irgendwas fehlen sollte oder der Code falsch sein sollte, ja, dann wird das Level sehr wahrscheinlich nicht gespielt. Also achtet bitte da auf die Vollständigkeit. Und warum ist hier das Trampolin? Warum ist hier das Trampolin? Oh, ich glaube, das war schlecht. Ja, ich glaube, ich muss da hoch. Aber auf den Turm drauf? Oh, nee, ich glaube, ich muss hier drauf. Ja, ich glaube, ich muss da drauf, aber das geht noch. Das kann ich noch retten. Mit einem Trampolinsprung. Aber ich glaube, so war das nicht gedacht, ne? Nee, ich glaube, gedacht war, dass ich hier einen Wandsprung hierher ausführe, aber das passt ja. Zum Glück gibt es ja im New Super Mario Bros. U-Style verschiedene Lösungsansätze. Sehr oft. Und das kann man sich natürlich gut zunutze machen. So, perfekt. Und, oh, das war wieder fast knapp. Alles klar, alles klar. So, und, oh, okay. Gut, perfekt. Feuerblume, komm her. Rette mich. Jawohl. Und kommen da unendlich viele? Ja, oh, okay, cool. Cool, da ist die Feuerblume. Die erste Feuerblume war da schon davor. Das ist immer cool, wenn das gemacht wird. Dann weiß ich sofort, okay. Oder dann kriege ich halt das Item auf jeden Fall. Und nein! Ja. Das passiert ja auch regelmäßig bei mir, ne, dass ich da oben rausfliege. Da bitte nächstes Mal unsichtbare Blöcke hinbauen. Und, ja. Ich müsste jetzt alle vier Münzen nochmal sammeln. Das ist ein bisschen blöd. Von daher gehe ich in den Baumeistermodus. Und, sowas ist immer schade, wenn sowas drin ist in so einem Level. Eventuell würde ich das Level auch nochmal neu hochladen. Viele haben es ja noch nicht gespielt. Und auf sowas auf jeden Fall achten. Und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle.
Und wir hatten 4 Münzen, glaube ich. Genau. Okay, da bin ich wieder. Und ja, besonders fatal ist, weil hier ja eine Münze ist. Und da ist man ja schon fast getriggert, da noch einen Wandsprung zu machen. Und dann ist man ja schon eigentlich oben. Na, ich glaube, so na, springen vielleicht auch einige runter. Aber ich denke schon, dass viele hier noch einen Wandsprung machen. Und das ist nicht so geil. Okay, mal schauen, ob ich noch mehr solche Stellen finde. Falls nicht, weißt du Bescheid, wenn du das Level neu hochlädst. Und ich empfehle das. Weil das kann halt wirklich sehr, sehr leicht passieren. Okay, jetzt kommen wir hier raus und... Ah, jetzt sind wir hier auf dieser Seite wieder. Bloß, was bringt mir das? Bringt mir das was? Die Öffnung? Ich glaube nicht, ne? Ah, jetzt kann ich hier oben lang. Genau, ja, das ist quasi vielleicht der Rückweg. So, und hier muss ich mich einmal treffen lassen. Oh, das sah nach einer Pilzröhre aus. Und Mario, macht doch... Warum macht er da seine Wandsprünge nicht richtig? Egal, gut, ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Also die Stacheln sind ja so ein bisschen da drinnen und ich glaube, ja, die Wandsprünge, die wurden immer so ein bisschen abgebrochen. Das ist blöd, aber zum Glück sind wir im Baumeister-Modus. Jawohl, und hier sind 2 fette Hammer Bros und ich denke, ich bekomme jetzt den Powerblock. Oder? Bekomme ich den? Ich weiß nicht. Oder muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss da hoch. Nö. Okay. Wo ist der Powerblock? Wo kriege ich den Powerblock her? Da war zwar ein Checkpoint, aber hier... Okay. Das sind tausende Powerblöcke. Das habe ich jetzt nicht so verstanden, warum jetzt da der Powerblock war. Vielleicht war da ein einziger Powerblock. Und ja, da ich jetzt 2 auf einmal aktiviert habe, ist das hier leider auch nicht so ganz gut gelöst. Und, ah, die kommen alle da hinten hin. Okay, ja. Die haben sich dann wohl da ein bisschen überschnitten. Das kann passieren. Ist natürlich ärgerlich. Ja, und da oben wäre noch eine Münze. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen hier trotzdem einfach weiter. Genau. So. Ist natürlich immer ärgerlich, wenn sowas passiert. Ich hätte mich jetzt umbringen können. Da wäre der Checkpoint gewesen. Hätte dann aber wieder lange warten müssen auf die Powerblöcke. Okay. So, aber dafür sind ja auch die Videos da. Dass ich quasi die Level quasi auch teste auf solche Fehler. Natürlich wäre es cool, wenn man da schon möglichst viel selbst testet. Oder im Idealfall schon jemanden, wenn man jemanden hat, das Level spielen lässt. Um halt solche Fehler oder Möglichkeiten zu vermeiden. Okay. So, und ansonsten haben wir hier ein paar lustige Situationen im Video. Das ist doch auch schön. Und die kriege ich. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt theoretisch alle hätte. Alle Münzen. Aber ich glaube, ja. Also ich hätte auf jeden Fall einige schon. Und wo muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt zu Bowser? Ich denke schon. Und ich töte den mal hier. Beziehungsweise ich springe runter. Ja, und bring ihn einfach um. Und die Feuerblume bitte nicht verlieren, Mario. Bitte nicht verlieren, bevor der Bowser tot ist. Das wäre ganz gut. Na, super. Na, super. Okay, das war meine Schuld. Und das sollte nicht passieren. Okay. Und Bowser, der wird jetzt noch sterben. So, und der hat ja eigentlich schon ordentlich Schaden kassiert. Und zur Not fällt er halt auch runter. Das geht ja auch hier. Sehr leicht. Und das wird auch gleich passieren. Ja, wenn der Bowser da so weiterarbeitet. Aber der müsste eigentlich jetzt gleich sterben. Das schneide ich auch nicht. Ich hab den doch schon mindestens 15 Mal mit der Feuerblume getroffen, oder irre ich mich? What the fuck? Okay, egal. Und nein, geh weg. So. Okay, komm, der muss jetzt tot sein. Ah, okay, er ist tot. Hat er einen Schlüssel? Ja, okay. Und ja, oh mein Gott. Wäre ich jetzt klein gewesen hier. Das wäre auch wieder ein Aufreger gewesen. Aber zum Glück ist nichts passiert. Okay, rein mit dir, Mario. Und wir nehmen mal die Bombe mit. Und es gibt noch einen Bosskampf anscheinend. Ja. Oder, ach nee, das ist die Bonustür. Okay, da gehen wir natürlich rein. Das ist die Bonustür für die Münzen. Und ich denke mal, da ist der Yoshi, den wir suchen mussten. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Und ein X2 Easter Egg. Jawohl. Perfekt. Danke dir. Und noch ein One-Up. Und da haben wir das gefunden. Und jetzt können wir eigentlich auch hier hoch. Theoretisch. Und ich weiß nicht, ob es gut war, den zu zerstören. Aber das passt. Okay, gut. Ach, da war die letzte Münze. Okay, cool. Also auch nochmal eine kleine Challenge. Ganz am Ende. Kann man das machen? Ja. Solange man halt nicht sterben kann, nachdem man die Münze eingesammelt hat, ist das in Ordnung. Also wirklich cooles Level.
Aber ich würde da diese Softlock-Stellen nochmal überarbeiten und das mit den Powerblöcken auch nochmal öfter ausprobieren. Es kann auch sein, dass ich übelstes Pech habe und dass das normalerweise nicht passiert. Aber da würde ich auf jeden Fall nochmal schauen und das nochmal neu hochladen. Genau, und ich habe jetzt den Yoshi ja befreit und jetzt sind wir hier mit ihm im Dschungel. Okay, in dem Level von Leon. Und habe ich die Beschreibung hier? Müsste ich eigentlich? Ja, okay. In diesem Level muss man mit Yoshi durch den Dschungel und Starcoins einsammeln. Und es gibt viele Secrets mit One-Ups und Münzen. Beim Design habe ich mich inspirieren lassen, aber nichts abgebaut und das in Caps Lock geschrieben. Okay, alles klar, ich glaub's dir. Auch die Mechaniken sind alle von mir, viel Spaß. Okay, den werden wir hoffentlich haben. Ja, solche Dschungel-Level habe ich schon öfter gesehen, natürlich. Und natürlich kann man sich da inspirieren lassen, sofern es halt nicht abgebaut ist. Und ja, wenn er das hier so explizit schreibt, dann glaube ich das auch eigentlich. In der Regel. Und ich hoffe, mit Yoshi kann man wieder überall hin. Nicht, dass ich es mir irgendwie verbaue und vom Yoshi abspringen muss. Aber ich denke, das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Und wir sammeln die Münzen. Okay, und da oben können wir nicht raus. Das ist auch gut. Okay, dann. Und ja, designtechnisch sieht das echt gut aus. Kann man sich nicht beschweren. So ist man dann ein Dschungel-Level gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob ich unten bleiben soll oder nach oben gehen soll. Die Münzen können halt überall sein, ne? Und hier brauche ich Feuer. Und ich glaube, ich habe schon die Stelle verpasst mit der ersten Münze. Genau. Und die letzte Münze sollte dann wieder am Ende sein. Okay, wir gehen mal hier hoch. Und ist hier eine? Nein. Okay, ja gut, dann muss da ganz am Anfang oben die erste Münze sein. Alles andere macht eigentlich nicht so viel Sinn. Und wir schauen einfach mal. Ja, hier hat man auch einen schwierigen Jump. Ja, hier ist die erste Münze. Die erste Starcoin ohne Applaus. Okay, den braucht man aber auch nicht immer. Perfekt. Und dann rennen wir wieder zu der Bombenstelle. Hier, okay. Und Checkpoint. Und neuer Yoshi. Okay. Sehr gut, dann kann ich ja theoretisch einen verlieren. Und da unten ist was. Ja, eine Ranke. Führte mich jetzt zu einer Starcoin. Das wäre übelst geil. Das wäre übelst geil. Nein, ein Münzen-Secret. Okay, sehr gut. Und ja, das könnte tatsächlich so ein richtiges Nintendo-Level sein. Wo es sogar Münzen-Secrets gibt. Und, ja, ich geh mal die Ranke da hoch. Wir gucken ja immer alles schön an. So, im Regelfall. Und nein, Yoshi. Genau, komm her, danke. Okay, perfekt. Und da ist auch so eine Münze. Aber das ist keine rote, warum? Okay. Das hätte auch eine Münze sein können, eine rote. Aber okay, gut. Da finde ich auch irgendwie komisch, weil die wurde auch so speziell markiert mit den anderen Münzen, die da eben drumherum fahren. Und ich denke mal, das ist eigentlich die Starcoin-Markierung hier. Und ja, das dann mit einer gelben Münze auch zu machen, ja, braucht es nicht unbedingt. Und hier geht's rein. Und hier gibt's die nächste Münze, oder? Ja, hier gibt's eine Münze. Und die holen wir uns ganz schnell und Buhu-Kreise. Natürlich. Da wollte ich jetzt nicht stoppen. Ich wollte damit Yoshi durch. So, ja, genau so. Oh mein Gott, Yoshi. Sehr gut. Und jetzt knallen wir hier alles weg. Was, wenn es in die Quere kommt? Und den Panzer hätte ich schon ganz gerne mitgenommen noch, aber egal. Es passt schon. Und ein Pilz. Den brauchen wir aber nicht. Nee. Und ja, wir nehmen einen neuen Cooper mit. Wenn wir ihn schon kriegen. Und nein, müssen wir jetzt Yoshi verlieren? Ich will Yoshi nicht verlieren. Ich will mit Yoshi weiter hochkommen. Und ist das möglich? Ist das möglich mit Anlauf? Mal schauen. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube... Doch, okay, es ist möglich. Ich glaube auch nicht, dass das so geplant war. Aber umso besser. Und hier ist auch nochmal ein Secret. Ich gehe mal rein. Oh Gott, ich traue mich ja schon fast gar nicht. Okay. Ist hier eine Ranke? Ist hier keine Ranke? Doch, hier. Okay. Ah, jetzt verliere ich den Yoshi wieder. Schade. Ja gut, ich hoffe, ich krieg nochmal einen. Und lebt er noch? Ja, natürlich lebt er noch. Okay. Ich schmeiß doch keine Yoshis hier in den Abgrund. Nicht freiwillig, zumindest. Okay, weiter geht's. Und... Okay, eine Münze fehlt noch. Eine fehlt noch. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Aber okay, wir sind jetzt im dritten Abschnitt. Ich glaube, wir haben alle Münzen bisher. Und da kriegen wir wieder den neuen Yoshi. Sehr gut. Und da kriegt er auch direkt was zu fressen. Sehr gut. Und die Kacke, die frisst er nicht. Sehr schön. Okay. Okay. Weiter geht's. Und okay.
da ist die letzte. Und da brauchen wir wieder Feuer und Yoshi. Das war vielleicht ein bisschen zu gierig, aber... Ah, nee. Ah, die Pflanze... Konnte die das kaputt machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen jetzt eine Feuerclownskutsche irgendwo noch. Sollten wir. Und das tat weh. Scheiße. Okay, aber wir holen uns... Wir holen uns trotzdem noch den, die Münze. Okay. Gut. So, dann. Und, jawohl. Und das ist traurig. Schade um den Yoshi. Könnte jetzt, glaube ich, nochmal zurückgehen und den Yoshi holen, aber... Vielleicht kriegen wir nochmal einen. Oh, das war gemein mit der Kanone, ne? Das war ein bisschen gemein. Aber okay. Gut. Und wir kriegen ihn wieder einen. Okay, gut. Dann hat sich das ja gelohnt. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ein Bosskampf. Und das können wir abkürzen, ne? Das können wir abkürzen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Und Yoshi, komm her. Yoshi, komm her. So. Okay. Und der hat dann das hier. Oder war das so gewollt? Nö. Aber man kann es hier deutlich vereinfachen. Und da wären noch viele Peace-Switches gewesen, okay. So war das gewollt. Aber ich habe es mir vereinfacht. Perfekt. Und wir haben alles. Und dann gucken wir mal, was wir kriegen. Und wir sehen es auch schon. Genau. Und ich wäre schon gerne ganz oben gewesen. An der goldenen Fahnenstange. Aber okay, dann sind die Gewinner eben heute mal unten. Das geht ja auch, denke ich mal, ab und zu. Und ich würde sagen, das war ein guter Part. Level-Einsendung ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Achtet bitte darauf, dass alles drin ist und dass vor allem auch der Code richtig ist. Eine Beschreibung da ist, Levelname da ist. Das ist immer sehr wichtig. Und danke für den Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Euer BlueX2 und ciao.